Hey! Das wird jetzt mein erstes Video auf Deutsch sein. Es ist sehr komisch. Wir machen jetzt mein Make-up zusammen. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich habe jetzt meine Videos ja immer auf Englisch gemacht. Aber ich war halt schon so lange am Überlegen, ob ich auch eins auf Deutsch mache, weil ich auf Deutsch einfach viel flüssiger reden kann, weil es ja meine Muttersprache ist. Ich war die ganze Zeit am Hin und Her überlegen, ob ich das jetzt auf Deutsch mache oder auf Englisch weitermache. Und vielleicht wird es auch eher so ein Mischmasch. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall werde ich ja jetzt Untertitel einblenden, weil ich weiß, dass die meisten von euch Englisch sprechen, verstehen. Weil Deutsch ist natürlich ein bisschen einfacher für mich. Aber das heißt ja nicht, dass wir Englisch komplett lassen. Uiuiui. Ich werde TikTok und Insta auf jeden Fall auf Englisch weitermachen, weil irgendwie das Bild ist jetzt privat. Also TikTok und Insta werde ich auf jeden Fall auf Englisch weitermachen, weil da rede ich eigentlich nicht so wirklich, aber hier auf YouTube sollte ich eigentlich reden. Eigentlich. Also ich denke, ich kann meine Persönlichkeit besser ausstrahlen auf Deutsch, weil ich da halt nicht so viel nachdenke. Wenn ich Englisch spreche, dann muss ich immer zuerst nachdenken und ich bin ja sowieso jemand, der nachdenkt. Und auf Deutsch ist es halt einfach so, da denke ich manchmal auch nach, aber manchmal halt auch nicht, weil ich weiß auch nicht, ob ich die einzige Person bin, aber ich rede den ganzen Tag mit mir selber. Wirklich, das ist für mich wie Therapie. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht einen Podcast anfange, weil ich immer einfach so viel laber mit mir selber. Ich bin eigentlich auch gar nicht so die große Person, die mit anderen, also ich rede halt nicht viel mit anderen, aber mit mir selber rede ich ganz schön viel. Mal sehen, was daraus wird. Also ich glaube, den Podcast würde ich dann auf Deutsch machen. Pläne für heute sind auf jeden Fall, ich muss meine Kooperation hier abfüllen, fotografieren. Treffe ich mich heute mit einer Freundin in der Stadt und in einem Café und dann machen wir auch schöne Bilder. Ich dachte, ich muss mal hier ein bisschen meine Ängste hier mal ein bisschen angehen und nicht immer nur zu Hause Bilder machen. Ich möchte schöne Bilder auch mal draußen haben, deswegen challengen wir heute mal ein bisschen die Social Anxieties und gehen in die Stadt an einem Freitag. Wenn ihr übrigens diese ganze Make-up-Routine mit den Produkten sehen wollt, könnt ihr ruhig auf meinem TikTok-Account vorbeigucken, weil da habe ich die gepostet. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, die Augen sind jetzt fertig. Jetzt mache ich meinen Blush. Ich muss mir heute ganz dringend so ein neues Make-up-Schwämmchen kaufen. Das Ding. Der ist so toll. Der ist ein Bordeaux-Rot. Super ist der. Ich könnte auch mit meinem Shrek-Haarband rausgehen. Das wäre bestimmt auch fancy. Heute mal nicht. Weil ich keine strammen Zöpfe mag. Einfach hier so runterbürsten. Aber nicht so viel. Nito. Ich werde euch jetzt mein Outfit zeigen. So, wir ignorieren, dass ich mein Bett nicht gemacht habe, so wie in jedem Video. Ist vielleicht eine Sache, die ich ändern könnte. Ob ich das umsetzen werde, ist eher die andere Sache. Ich hoffe, man sieht alles. Also, dieser süße Rock, der hat hier oben auch noch eine Schleife. Dann diesen Hoodie. Und das Beste kommt jetzt. Ich mag das auch schon sehr gerne. Die Sachen, warte, ich komme mal runter. Die Sachen, die sind von Avril Gene. Und glücklicherweise habe ich von denen einen Rabattcode. Also könnt ihr die Klamotten auch bestellen. Ich empfehle wirklich sehr diesen Hoodie. Diese Sterne, die sind auch super weich. Und die haben auch noch andere coole Sachen, auch ganz viel mit Sternen, was ich klasse finde, weil Sterne sind einfach super. Da könnt ihr mit meinem Code, den ich euch hier einblende, ist einfach Lilith 25% sparen, was eine Menge ist. Alles super, super lieb, dass ich das alles zugeschickt bekomme, was so krass ist. Ich meine, ich bekomme die Klamotten zugeschickt, was ich mir mein ganzes Leben nie hätte vorstellen können und ich bin so unendlich dankbar dafür. Deswegen bin ich auch sehr froh, das mit euch teilen zu können, dass ich euch dafür auch was geben kann, nämlich meinen Rabattcode. Und ich denke, dass ihr alle auch gerne shoppt, weil wer mag das nicht? Jetzt gleich mit meiner Mutter einkaufen gehen, weil ich brauche ein neues Kreuzworträtselbuch.
Ich brauche ein neues Kreuzworträtselbuch. Da kommt die innere Granny in mir raus. Kann ich euch auch sehr empfehlen, mit Kreuzworträtseln anzufangen. Dann laber ich mal nicht mehr so lange und werde jetzt mal mit meiner Mutter losdüsen. So, wir sind wieder zurück. Treffen mich ja nachher mit meiner Freundin. Ich habe ein kleines Geschenk für sie. Auch wieder von Elfrig Eden. Das ist so ein Cardigan. Und dann habe ich hier, weil das habe ich auch in der Türkei. Das ist nämlich die beste Erdnussbutter auf der ganzen Welt. Jetzt nicht, weil ich da Sachen zugeschickt bekomme, sondern weil es wirklich so stimmt. Lecker, lecker. Und davon gibt es auch noch Mandelmus. Werde ich auch beide schenken. Weil das Werbevideo hier. Tut mir leid. Aber ihr könnt damit auch wieder sparen, ne? Ja. Nur was Gutes hier eigentlich. Also ihr könnt mit meinem Code, den ich euch auch wieder hier schön einblende, auch was sparen. 12%. Bei Fiverse. Hier haben auch super Porridge. Und auch richtig leckere Riegel. Davon habe ich auch noch ein paar. Mein Favorit ist, glaube ich, momentan der Erdbeerriegel. Werde ich jetzt einfach für sie in so einen Beutel reintun, weil ich keine Lust habe, das einzupacken. Sorry. Also ich meine, das ist ja eingepackt. Nachhaltig, finde ich. Sehr nachhaltig. Noch ein Geschenk für meine andere Freundin. Den Osmose. Also ich habe jetzt 4-mal bestellt. Und wie süß ist das? Auch wieder von Elfrig Eden. Also wirklich, ich hatte da solche großen Entscheidungsprobleme. Werde ich jetzt zusammenpacken. Und dann werde ich mein Mittagessen, glaube ich, machen. Yummy. Ich bin so obsessed mit diesen Bowls. Und wie habe ich das voll für mich entdeckt? Es gibt mir auch so richtige Sommergefühle. Ganz deliziös. Und das werde ich jetzt verspeisen. Und dabei werde ich dann wahrscheinlich irgendwie Friends oder so. Und dann werde ich jetzt erstmal das verputzen, das Zeug. Jetzt wieder zurück aus der Stadt. Meine soziale Batterie ist ausgelutscht. Ich habe mir das Buch gekauft. Mal sehen, wie es ist. Werde ich mir erstmal Abendbrot machen. Hier auch nochmal ganz kurze Reminder, dass du dir jetzt mal bitte was zu essen holst. Ob es ein Snack ist, ob es Frühstück ist, Mittagessen, Abendbrot, egal was. Go for it. Girl Dinner. Girl Dinner. Unsere Lieblingssendung gucken, First Dates. Oh Gott, mein Zimmer ist ganz schön unordentlich, aber das ignorieren wir einfach mal ganz flott. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, wie ihr das findet. Ob ihr das auf Deutsch lieber nur haben wollt, auf Englisch nur haben wollt oder beides abwechselnd. Ich weiß es nicht. Ich bin auch mit Entscheidung und ich war ja vorhin mit meiner Freundin in der Stadt. Und da wollten wir ja, also wollte ich auf jeden Fall Bilder machen für meine Kooperation. Und ich bin halt, was das angeht, Bilder draußen machen, nicht so der Pro, weil meine Social Anxiety sagt so, nee, gar nicht, geht heute gar nicht. Ich meine, irgendwie, man muss sich, glaube ich, so dieses Gewissen aneignen, man sieht die Menschen eh nicht nochmal im Leben. Und auch wenn, die juckt es nicht. Eigentlich juckt es die Menschen da draußen ja nicht, ob du da jetzt ein Foto machst, ein Video machst, was weiß ich sonst. Viel mehr mit ihren eigenen Dingen beschäftigt. Auch man macht sich da immer selber viel zu großen Kopf zu, was andere Leute von einem denken. Und eigentlich, es ist immer so einfach gesagt, ne? Aber es ist einfach, glaube ich, ein Weg oder ein Prozess, den man sich aneignen muss. Meine Body Dysmorphia hat natürlich gesagt, du willst dieses Bild wirklich posten? Ne, steck das. In deine Hosentasche. Das habe ich natürlich nicht getan. Ich habe es gepostet. Einfach, weil ich weiß, dass meine Body Dysmorphie einfach kompletter Wachsinn ist. Ich muss schlafen gehen. Ich hoffe, dass ihr das Video genossen habt und es auch mal okay war, auf Deutsch zu reden. Ich glaube, das war es heute auch mit mir. Ne? Sehen wir uns bald wieder.